Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend bei unserer Ringvorlesung im Sommersemester 2022. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fehleinschätzung ist, aber vermutlich die erste Ringvorlesung, die von einem Ende der Republik bis ans andere zusammen von den, zumindest von drei Zeitgeschichte-Instituten durchgeführt werden wird. Also ein kleines Novum, das wir ein bisschen natürlich auch der Corona-Krise zu verdanken haben, wenn man so sagen will, weil wir plötzlich alle gewöhnt sind, im virtuellen Raum zusammenzufinden und so auch Lehre zu absolvieren, auch wenn sie ansonsten jetzt für die meisten ihrer Lehrveranstaltungen vielleicht wieder in Präsenz in die Seminarräume zurückgekehrt sind. Aber wir haben uns hier jetzt vorgenommen, einmal etwas Neues eben zu versuchen, drei Zeitgeschichte-Standorte in Österreich zusammenzubringen. Also Innsbruck, von wo ich aus Sie begrüßen darf. Und wir streamen das ja auch über den YouTube-Kanal des Zeitgeschichte-Instituts in Innsbruck. Linz, ganz in der Mitte, aber fast in der Mitte, mit dem Kollegen Gräser, der zugeschaltet ist, und Wien am anderen Ende der Republik im Osten mit Oliver Radkolb, der sich leider gleich hier für die erste Sitzung entschuldigen muss. Aus gesundheitlichen Gründen kann er heute leider nicht teilnehmen, richtet Ihnen aber herzliche Grüße. Also zum einen die neuen Möglichkeiten, die sich durch Corona in der Lehre ergeben haben, versuchen wir hier mal produktiv aufs Beste zu nutzen und sinnvoll zu wenden, weil ansonsten könnten wir uns ja nicht so leicht zusammenschalten, könnten auch Sie als Studierende nicht so leicht von drei Standorten zusammenschalten. Wir könnten natürlich einen riesigen Wanderzirkus betreiben und durch alle Zeitstandorte in Österreich reisen, aber da hätten wir noch nicht die Studierenden beisammen. Insofern also hier der Versuch, wirklich jetzt das Beste mal aus diesen virtuellen Lehrgeschichten zu machen, Vortragende von verschiedenen Standorten in einer Ringvorlesung zusammenzubringen und gleichzeitig auch Studierende in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen an den drei beteiligten Unis zusammenzuführen. Das ist gewissermaßen die technische Seite des Vorhabens. Dann gibt es natürlich noch eine Seite, eine andere Motivation, warum wir uns hier dieses Thema vorgenommen haben, österreichische Zeitgeschichte, Zeitgeschichte in Österreich. Der Kollege Gräser und ich haben im vergangenen Jahr einen einigermaßen massiven Sammelband im Böhler Verlag herausgegeben. Du kannst ihn, glaube ich, ins Bild halten, Markus, der eben genau diesen Titel trägt, der nicht zufällig rot-weiß-rot im Einband hat und eben sich mit österreichischer Zeitgeschichte und Zeitgeschichte, wie wir das genannt haben, im Untertitel eine Standortbestimmung in Zeiten des Umbruchs. Also ein einigermaßen monumentales Buchprojekt, das nicht nur uns beide, sondern insgesamt 40 Kunden aus der Zeitgeschichte in Österreich so über zwei Jahre auch die Corona-Zeit durch umgetrieben hat. Entschuldigung, Dirk, ich muss kurz unseren Satz ziemlich. Herr Gräser, können Sie bitte das Mikro ausschalten, wenn Dirk redet? Ah. Sonst hört man nicht, was Dirk sagt. Die Technikübungen. Also ein ziemlich monumentales Sammelbandprojekt, das Markus Gräser und mich, aber eben auch 40 Kolleginnen und Kollegen aus der österreichischen Zeitgeschichte, aus verschiedenen Generationen auch der österreichischen Zeitgeschichte, über zwei Jahre beschäftigt hat. Es war eben unser Ansinnen, anlässlich der Übernahme einer Buchreihe Böhlers Zeitgeschichte in die Bibliothek, die Markus Gräser und ich von Helmut Konrad, dem Grazer Kollegen, gewissermaßen geerbt haben, eine Art Standortbestimmung der Östlichte vorzunehmen, weil wir auch den Eindruck alle geteilt haben,
dass wir im Moment in Zeiten des Umbruchs sind, also das wird jetzt politisch lesen, vor allem aber auch in Zeiten des Umbruchs in der Disziplin, sind eines generationellen Umbruchs in der Disziplin an verschiedenen in Österreich, aber auch vielleicht ein bisschen eines inhaltlich thematischen Umbruchs, dass neue Impulse, neue Themen, neue Methoden, Perspektiven hinzugekommen sind in den letzten Jahren, so dass wir den Eindruck hatten, dass es gerechtfertigt ist, eben eine große Zahl von Kolleginnen zusammenzubringen, um so eine Art Gesamtschau, was auch immer irgendwie dieser Anspruch bedeuten mag, also etwas Ganzes vorzulegen, aber dass es uns gerechtfertigt schien, so eine Art Gesamtschaubestimmung der österreichischen Zeitgeschichte oder der Zeitgeschichte in Österreich vorzunehmen. Das ist gewissermaßen der andere inhaltliche Aspekt, wie es zu dieser Ringvorlesung kommt, die auf diesem Buchprojekt aufsetzt und viele Autorinnen auch nochmal hier zu Wort lässt. Und dann gibt es noch einige andere Aspekte, die einfach jetzt in diesem Jahr zusammenkommen. In der Woche nach Ostern findet der 14. österreichische Zeitgeschichtetag an der Universität Salzburg statt, bei der Kollegin Margit Reiter, die sich leider hier nicht in diese österreichweite Ringvorlesung einklinken konnte mit ihren Salzburger Studierenden, was eigentlich schade ist. Aber in Salzburg wird an drei Tagen dieser 14. österreichische Zeitgeschichtentag stattfinden. Das ist so ein bisschen das Familientreffen für die österreichische Zeitgeschichte Community eben zum 14. Mal. Der 13. fand das letzte Mal in Innsbruck statt und musste virtuell abgewickelt werden während des ersten Corona-Lockdowns. Dieser Zeitgeschichtetag gehört irgendwie seit den 80er Jahren zur Disziplin der österreichischen Zeitgeschichte. Dazu ist eben so ein Netzwerk-Event, wird eben auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Auch das ein weiterer Grund, warum wir dachten, dass es gut wäre, so eine große Überblicksvorlesung in diesem Semester über den Stand der Österreich anzubieten. Hinzu kommt noch eine kleinere Konferenz in der Woche vor Ostern in New Orleans, die wir von der Uni Innsbruck mit der University of New Orleans und dem Kollegen Günter Bischoff vom Center Austria dort zusammen machen, Austrian Studies Association, also gewissermaßen eine amerikanische Fachgesellschaft, die sich nicht nur mit österreichischer Geschichte, sondern auch mit österreichischer Literatur beschäftigt und die zu Jahrestagungen regelmäßig zusammenkommt, eben dieses Mal in New Orleans in Kooperation mit Innsbruck. Irgendjemand hat uns offensichtlich vor zwei Jahren, als wir das Thema SA-Tagung, wie es kurz genannt wird, gesucht haben, eingeflüstert, dass War and Democracy möglicherweise ein gutes Thema sein könnte, more War and Democracy in Austrian History, dass War so stark auf der Tagesordnung stehen, wenn die Tagung stattfindet. Das konnte man natürlich damals nicht ahnen, aber so ist, wie Sie wissen, die derzeitige Situation in Europa doch eine Situation, die uns im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, ein bisschen überrollt hat in den letzten zwei Wochen. Einleitend, damit Sie so ein bisschen die Rahmung verstanden haben, was einfach hier unsere Idee war für diese Ringvorlesung in diesem Semester. Wir haben schon gesehen, dass Sie erste Fragen im Chat gestellt haben, die den Prüfungsmodus betreffen. Und bevor wir vielleicht hier weiter eintauchen in das, was wir in diesem Semester machen werden, können wir uns also kurz an diesen Fragen abarbeiten. Also wir haben das Ganze so gestaltet, weil es uns die nervenschonendste
Zugangsweise für alle Beteiligten, inklusive Ihnen als Studierenden zu sein schien, dass wir separate Lehrveranstaltungen an den verschiedenen Standorten konstruiert haben, die einfach hier jetzt technisch zusammengeschaltet werden zur gleichen Zeit. Wir haben in Innsbruck am Standort zwei Lehrveranstaltungen daraus gemacht, Level, eine auf BA-Level. Meine ist die auf dem MA-Level und für die, die also in meiner Gruppe sind, wäre die Aufgabe, wenn sie hier eine Note am Ende benötigen, ein Zeugnis brauchen, dann sollten sie zu drei Sitzungen, drei Themen, die hier in den Sitzungen verhandelt werden, Essays in einer Länge von je etwa drei Seiten abliefern. Abliefern heißt bitte hochladen in unser OLAT-System. Der Alexander Renner, der hier zuständig ist für die technische Betreuung, den Sie auch bei technischen Fragen ansprechen können. Ich glaube, Sie finden seine E-Mail auf der Website der Vorlesung, nehme ich an, wird das so einrichten, dass Sie dort diese Texte hochladen können. Am bequemsten machen Sie es mir, wenn Sie die drei Texte in einem hochladen, als ein PDF. Das können Sie mir auch gesplittet machen. Auf jeden Fall zu drei Terminen, implizit heißt drei Themen, Essays, in denen Sie diese Themen und diese Sitzungen ein bisschen reflektieren, die Vorträge reflektieren und auch die Diskussion, die danach stattgefunden hat. Also das betrifft jetzt diejenigen, die in meiner MA-VU eingetragen sind, und den BA-Part in Innsbruck, den bespielt die Kollegin Fanzelter, die heute auch mit dabei ist, und die wird Ihnen gleich erklären, was da die Anforderungen für einen Abschluss sind. Genau, für das BA wer in diesem Kurs eingetragen ist in Innsbruck, da bitte ich darum, dass Sie vier Protokolle verfassen, das heißt von vier Veranstaltungen zu maximal mehr oder weniger zwei Seiten. Ich werde Ihnen auch noch die Unterlagen zu den Protokollen zukommen lassen, das heißt auch hier bitte eine schöne Zusammenfassung der Veranstaltungen, die Sie besucht haben, also von vier Veranstaltungen inklusive Zusammenfassung der Diskussion und eine eigene Bewertung. Auch bei mir werden Sie dann einen Upload-Ordner sozusagen finden in OLAG, wo Sie die Sachen bitte hochladen. Natürlich wäre mir selbst Ihre Abgaben unter einem Ordner mit Ihrem Nachnamen abspeichern, hochladen, damit ich sie dann jeweils wieder zuordnen kann. Das heißt Prüfungstermine, weil das auch schon im Chat gefragt ist, nicht, aber es wird ein Enddatum geben, bei dem die Sachen hochgeladen werden sein müssen. Ja. Ja, und die anderen Sachen, vielleicht noch die Kollegen, es gibt da noch die Frage wegen der Aufzeichnung. Ja, genau. Genau, Markus, vielleicht erst für den Linzer Part der Kollege Markus Gräser von der Uni Linz. Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen, Studierende, die uns zugeschaltet sind. Ich grüße natürlich auch besonders die Linzer Studierenden. Und wir sind ja auch im Masterstudium mit dieser Veranstaltung in Linz. Aus diesem Grunde werden wir oder würde ich von Ihnen ganz ähnlich wie in Innsbruck drei Texte erwarten, irgendwo zwischen Protokoll und Essay zu einem ausgewählten, also natürlich dann zu drei aus dieser Veranstaltung A drei Seiten. Ich würde es Ihnen offen lassen, ob Sie ein Protokoll anfertigen oder ob Sie anhand der Literatur, die Sie ja auch finden in den Texten, einen Literaturbericht zu diesem Thema schreiben. Es gibt also einen gewissen Gestaltungsspielraum, aber ich denke, man kann es sich einfach merken. Drei Essay-Seiten. Und mir wäre natürlich auch daran gelegen, dass Sie es vielleicht einfach zusammen machen und dann am Ende der Veranstaltung einreichen. Bitte einfach an meine E-Mail-Adresse schicken.
ich gehöre ja noch zu den Leuten, die das dann auch ausdrucken und auf die Art und Weise lesen und bewerten. Die Litzer-Studierenden wissen das. Können Sie mich natürlich auch jederzeit per E-Mail erreichen und mir Fragen stellen oder in die Sprechstunde kommen, wenn Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas unklar ist. Und der Kollege Radkolb aus Wien hat uns gerade noch übermittelt, wie er sich den Prüfungsmodus für die Wiener Teilnehmerinnen vorstellt. Also ich darf das hier kurz vorlesen. Es gibt, also offensichtlich handelt es sich um ein Klausurformat. Ich kann jetzt Ihnen nicht hier erschöpfend alle Fragen beantworten, also wie viele Termine und so es geben wird. Das müssen Sie bitte dann nochmal in Wien mit ihm abklären. Aber es wird 10 Fragen aus den Vorlesungen geben. 5 werden automatisiert zugeteilt und sind dann in Form von kurzen Essays zu jeweils einer halben Seite zu beantworten. Aber ich verstehe das jetzt ein Klausurformat, also 10 Fragen, 5 automatisiert zugeteilt in Form von halbseitigen Essays, also sehr knapp zu beantworten, die Fragen. Das ist das Wiener Format. Tatsächlich zeichnen wir auf. Sie werden die jeweiligen Vorlesungen kurz, weiß nicht gerade Alexander, wie lange, nach ein paar Tage danach, werden Sie die online finden im Innsbrucker YouTube-Kanal in der Zeitgeschichte, in dem Sie sich im Moment auch gerade befinden. Wenn hier kriege ich gerade rein eine Meldung, Anmeldewunsch, sind Sie noch im Urlaub? Ja, schreiben Sie oder wenden Sie sich bitte an das Sekretariat, Frau Heidler, sagen Sie dem Alexander Renner Bescheid mit Ihrem Namen oder schreiben Sie notfalls mir eine E-Mail, dass wir Sie da im OLAT freischalten, dass Sie den vollen Zugang haben. Sie sehen jetzt hier, wie das ist, wenn dann 4 Professorinnen eine Lehrveranstaltung abhalten. Jeder macht es ein bisschen anders, gewöhnt mit so Deadlines, weil jemand nur damit beschäftigt, wenn die Deadlines zu erstrecken die ganze Zeit, wenn Sie fragen, wäre ich zu blöd geworden. Darum sage ich immer noch, machen Sie es so schnell wie möglich, weil das ist das Beste und Sinnvollste für Sie. Ich glaube, die Kollegin Franzelter ist da strenger und hat klare Vorgaben. Aber ich weiß nicht, wie ihr das in Linz macht, Markus, ich weiß nicht, wie die wieder das handhaben. Aber natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn Sie das 2 Jahre später abgeben. Aber ich werde Ihnen kein Geheimnis verraten, dass ich schon Seminararbeiten 3 Jahre später bekommen habe und benotet habe. Also, aber machen Sie es lieber rasch, wenn Sie es noch frisch im Kopf haben, wohl Sinn machen. Dirk, es gibt noch eine Frage auf YouTube, sowohl Vortrag als auch die Sprich online zur Verfügung steht. Jetzt mit der Diskussion ist leider sehr schwierig. Ja? Da gibt es datenschutzrechtliche Gründe, weil wir ja nicht wissen, wer Fragen stellt und so weiter. Das heißt, wir werden das ein bisschen ad hoc entscheiden müssen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Diskussion auch aufgezeichnet wird. Ja? Es wird nur Vorträge. Ja, wobei eben, man sieht ja niemanden von den Fragen, denn also, ja. Ja. Ich würde natürlich ad hoc, wenn wir dann sehen, ob es funktioniert. Ja, ja, genau. Genau. Okay, aber es wird Ihnen gelingen, zu diesen Themen, die wir hier aufmachen, eben solche Reflexionspapiere, wie auch immer wir das nennen wollen, Zusammenfassungen, wird es Ihnen sicherlich leicht gelingen, das zu verfassen. Ich darf auch darauf hinweisen, Sie haben das zumindest auf unserer Innsbrucker Website verlinkt, aber ich glaube, die anderen haben auch darauf Zugriff. Der Band, den Markus Gräser und ich gemacht haben, ist ja Open Access von vornherein veröffentlicht worden, dankenswerterweise, bei so einem Buchprojekt, das ja auch wirklich benutzt werden soll im Studium, irgendwie auch sinnvoll und gut ist. Und Sie finden das verlinkt auf der Website zur Ringvorlesung, also können da auch direkt auf den Band zugreifen.
und auf die relevanten Kapitel. Sie können aber auch einfach über die Verlagsseite gehen und werden das dann dort auch finden. Markus? Ja, die Linzer Studierenden gehen auf das LIS-System, also das heißt auf unseren entsprechenden Katalog und geben Gräser Rupno ein. Und dann entfaltet sich schon alles auf der ersten Seite und Sie können dann auch Kapitel für Kapitel anklicken. Sie können aber auch ganz regulär das Buch natürlich in der Fachbereichsbibliothek sich anschauen und Sie bekommen auch ein Inhaltsverzeichnis, wenn Sie auf LIS gehen, sodass Sie sich auch erstmal orientieren können, was überhaupt alles in diesem Ding drin ist. Ich muss leider noch einmal eingreifen, es gibt immer wieder Fragen, noch, oh, das ist die wichtigste Frage überhaupt, aber ich würde jetzt das einfach abkürzen und sagen, Dirk und ich, also Innsbruck sind die meisten Fragen dazu, wir schreiben das auf OLAT noch genau, wie das auszuschauen hat. Es gibt Fragen nach Länge noch einmal, Essays, Termine selbst aussuchen, Deadlines, also alles, was schon erwähnt wurde. Einfach ein paar Tage Geduld, wir schreiben das schriftlich. Oder? Ja, dann kann ich an der Stelle sagen, für die Linzer Studierenden, ich mache auch noch einmal eine Aussendung in den nächsten Tagen. Bei mir ist die Deadline ja immer der letzte Tag. In diesem Falle wäre es der 30.09. Und ich denke, bis dahin sollte es möglich sein, dass Sie diese drei Texte dann auch abliefern. Aber ja, es gibt auch von mir noch mal eine kurze Aussendung über unser System, was diese formalen Aspekte betrifft. Genau, also ich werde uns da jetzt nicht verlieren, weil so kompliziert ist es in Wirklichkeit nicht. Es scheint mir nicht ein Format zu sein, was darauf angelegt ist, dass Sie hier auch selektiert werden. Und, also es wird alles leicht machbar sein. Und auch wir werden Sie nochmal eben über Ola tatsächlich versorgen mit Infos. Und das werden die Wiener, ich weiß nicht, was in Wien verwendet wird und wie der Kollege Radkolb mit Ihnen kommuniziert, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber auch der wird sich sicherlich bei Ihnen nochmal melden und das Ihnen mitteilen en Detail, wie er sich das vorstellt. Aber ich glaube, Sie haben so einen groben Überblick, was zu erwarten ist und worauf Sie sich einstellen müssen. Okay, dann würde ich. Also, Evi ist dahin. Okay, alles klar. Die Kollegin van Zelter hat sich für heute schon verabschiedet. Vielleicht, bevor wir noch ein paar grundsätzliche Markierungen einrahmen, die auch eben für uns, für diesen Sammelband wichtig gewesen sind. Vielleicht gehen wir einmal kurz zusammen durch das Programm durch, dass Sie so ein bisschen einen Überblick haben, was Sie auf der Website schon gesehen. Also heute haben wir hier diesen Eröffnungs- und Einleitungsteil. Nächste Sitzung, 17.03. Elisa Heinrich und Johann Kirchknopf, zwei Kolleginnen von der Uni Wien, die in den vergangenen Jahren in sehr vielen Projektsettings wichtige Arbeiten zu dem Feld der Queer Studies, wichtige Beiträge zu diesem Forschungsfeld geleistet haben. Das ist nun tatsächlich ja ein Forschungsfeld, was neu aufgegangen ist, was sich neu etabliert hat, das auch ja nicht auf die Zeitgeschichte beschränkt ist, aber das natürlich eben auch sich mit der Zeitgeschichte überlappt. Und die beiden haben dankenswerterweise auch im Sammelband eben es übernommen, dieses Forschungsfeld darzustellen in einem sehr schönen Beitrag und Sie nehmen sich eben auch hier die Zeit für die Ringvorlesung und werden Ihnen das hier präsentieren, moderiert vom Kollegen Gräser aus Linz dann. Wir bleiben dann in Linz bei dem nächsten Termin am 24.03. mit der Kollegin Martina Gugelberger, die auf dem Feld der Gender Studies forscht, also auch sehr in der Nähe, aber nicht identisch mit dem Feld der Queer Studies natürlich, aber durchaus in der Nähe. Ein Forschungsfeld, das ein bisschen älter ist, ein bisschen etablierter schon, auch natürlich in verschiedene Richtungen Überschneidungen, Überlappungen hat, eben auch mit der Zeitgeschichte. Und die Kollegen Kugelberger aus Linz
wird uns also hier mit Gender als Gegenstand der österreichischen Zeitgeschichtsforschung konfrontieren. Ebenfalls nochmal moderiert vom Kollegen Gräser, auch aus Linz. Und auch hier sehen Sie schon ein bisschen, was uns auch im Band wichtig war, dass wir vor allem auch die jüngere Generation der österreichischen Zeitgeschichte einbinden wollten. Jetzt ist das immer so eine Sache, Variation im akademischen Betrieb gilt. Das ist ein dehnbarer Begriff, glaube ich, aber früher war immer die junge Sektion beim Deutschen Historikertag, da saßen immer so die Leute, die Mitte 40 sind oder Ende 40. Aber auf jeden Fall ist es uns wichtig gewesen, auch im Hinblick eben auf diese Behauptung, die wir in den Raum stellen, dass es einen Umbruch auch im Fach gibt, hier verschiedene Generationen der Zeitgeschichtsforschung sichtbar zu machen, eben auch vor allem die Next Generation gewissermaßen. Und das finden Sie hier auch ganz schön eben abgebildet, gerade mit Elisa Heinrich und Johann Kirchhoff, die Martina Kugelberger gewissermaßen ist schon wieder nochmal eine andere, etwas etabliertere Generation. Dazwischen am 30.03. der dritte Termin mit René Winter und Markus Wurzer, wieder zwei junge Kolleginnen. René Winter, die an der Uni Wien ist, Markus Wurzer, der früher in Graz gearbeitet hat und derzeit am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale in Deutschland unterwegs ist, und die beiden, die zwei separate Einträge in unseren Sammelband beigesteuert haben sich hier zusammengetan und da Fotografie und Video zusammengespielt zu einem gemeinsamen Vortrag zu Visual History als neuem Forschungsfeld der österreichischen Zeitgeschichte. Auch das eben tatsächlich Visual History eben ein neues Forschungsfeld, das noch nicht auf eine sehr lange Geschichte zurücklegen kann, das eben auch in verschiedene Richtungen aufgeht, also natürlich verschiedene Medien inkludiert, in diesem Fall hier, womit die beiden sich auseinandersetzen, eben Fotografie und Video. Auch dieser Termin Moderatus Gräser aus Linz, und dann sind wir schon Anfang April. Zwei Kolleginnen von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Iliana Radonitsch, die dort gerade ein großes Forschungsprojekt finanziert vom European Research Council, ERC, durchführt, über gewissermaßen Abbildung von Holocaust, und zwar in Museen. Und Heidemarie Uhl, auch hier haben sie jetzt sogar zwei unterschiedliche Generationen von Forscherinnen zusammengeführt. Heidemarie Uhl, die sich seit langem in der österreichischen Zeitgeschichte mit Fragen von Gedächtnis, historischem Gedächtnis, Gedächtnis im öffentlichen Raum, in verschiedenen Medien, Museen, Denkmäler etc., die sich auch mit verschiedenen einschneidenden Debatten Nachkriegsgeschichte und Zeitgeschichte beschäftigt hat. Die beiden werden sich hier dem Thema Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Österreich im Kontext europäischer Transformationsprozesse, moderiert von Franzel, von uns aus Innsbruck. Dann haben wir am 28.04. Den Kollegen Radkolb, der selbst einen Vortrag beisteuert, obwohl wir ihn leider nicht für unseren Sammelband gewinnen konnten. Er ist dort nicht vertreten, aber wir haben das eben ja auch mal ein bisschen aufgemacht und andere Kolleginnen hineingezogen, die nicht im Band zu finden sind. Oliver Radkolb wird hier nochmal einen Blick auf die Zweite Republik werfen.
was ja ein wichtiges Thema seiner Arbeiten ist und beschäftigt sich ja mit neuen Perspektiven auf die Zweite Republik. Wir werden das versuchen, Markus Gräser und ich in so einer Doppelkonferenz zu Anfang Mai, 5.5., werden Sie dann Eva Franzelter als Vortragende sehen, zusammen auch mit einer jungen Kollegin Sarah Oberbichler von uns aus Innsbruck. Die beiden haben sich in den letzten Jahren sehr stark in unterschiedlichen Projektsettings mit Fragen des Digitalen beschäftigt, schon vor Corona, sehr stark mit diesem Feld der Digital Humanities beschäftigt und werden sich in ihrem Vortrag mit Prozessen der Digitalisierung und der digitalen Zeitgeschichte in Österreich beschäftigen. Ich werde das moderieren. Wir haben dann Mitte Mai zu Robert Gross, auch ein Kollege von der Universität Innsbruck, im engsten Sinne nicht von der Zeitgeschichte, sondern eigentlich von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte herkommend, teilweise auch beheimatet an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und Robert Gross ist seit vielen Jahren unterwegs in diesem auch eher neuen Feld der Umweltgeschichte, Thema, das in der Zeitgeschichte lange keine Rolle gespielt hat und erst so in den letzten Jahren hinein migriert ist, könnte man sagen, in unser Arbeitsgebiet und mit diesem Verhältnis von Umwelt und Zeitgeschichte wird sich Robert Gross beschäftigen, ebenfalls von mir moderiert. Jetzt muss ich hier die Folien. Dann haben wir am 19.05. einen Termin mit Florian Wenninger, der lange am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien gearbeitet hat, dort immer noch lehrt, aber inzwischen hauptzugeordnet ist bei einem Institut für historische Sozialforschung bei der Arbeiterkammer in Wien und eines der großen Forschungsfelder von Florian Wenninger ist der Austrofaschismus, für den, wie Sie es wissen, es auch notfalls noch anderen Namen gibt, wenn Sie nicht diesen verwenden wollen. Und er wird sich mit diesem Forschungsfeld beschäftigen. Das ist natürlich hier jetzt so ein Beispiel, kein neues Forschungsfeld oder von Anbeginn an der österreichischen Zeitgeschichte-Forschung ein natürlich zentrales Thema, die Beschäftigung mit der ersten österreichischen Diktatur 1933 bis 1938, bevor dann es zum Anschluss kommt. Also ein altes Thema der österreichischen Zeitgeschichte, das aber mittlerweile verschiedene Forschungsphasen durchlebt hat, kann man sagen. Und Florian Wenninger wird uns das ein bisschen vorstellen, wie sich diese Entwicklung darstellt, dieses Forschungsfeldes und wo es heute aus seiner Sicht steht. Ich selbst werde dann Anfang Juni am 2.6. mich mit Migration in der österreichischen beschäftigen. Ein Thema, das eben auch lange übersehen wurde von Zeithistorikerinnen und Zeithistorikern und eher anderen Disziplinen überlassen wurde, den Geografen, Demografen, Soziologen etc., bevor es dann stärker noch sogar in der späten Habsburg-Forschung auftauchte und aber eigentlich erst so richtig in den letzten Jahren in der Zeitgeschichte angekommen ist. Dem werde ich mich widmen und Markus Gräser wird mich dabei moderieren. Dann haben wir am 9.6. die Kollegin Elisabeth Röhrlich von der Universität Wien, Zeithistorikerin, allerdings am Institut für Geschichte dort in Wien beheimatet, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen wird, die gerade eine große Arbeit zur Internationalen Atomenergiebehörde in Wien am Fertigstellen ist oder gerade fertiggestellt hat. Also eine Spezialistin für
außenpolitische Fragen für Fragen der internationalen Beziehungen und dieses Forschungsfeld, das in dem Sinne jetzt auch kein neues Forschungsfeld ist, sondern eines, das immer wieder mal aufpoppt in der österreichischen Zeitgeschichte. Dem wird sie sich widmen und dann haben wir schon einen Abschlusstermin am 23.06. Ein Roundtable mit Monika Sommer, der Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich am Heldenplatz in Wien, und Stefan Emminger, Kollege von uns, der am Niederösterreichischen Landesarchiv in St. Pölten arbeitet, und wir werden dort über Perspektiven der österreichischen Zeitgeschichte, Berufsperspektiven für österreichische Zeithistorikerinnen gemeinsam diskutieren. Das ist so ein kleiner Überblick über das, was wir uns vorgenommen haben in dem Semester. Man hätte natürlich ganz andere Beiträge heranziehen können, die wir auch im Buch haben. Für uns schien es eine ganz gute Mischung zu sein, eben aus tatsächlich neuen Forschungsfeldern, vorgestellt von jungen Kolleginnen, und Forschungsfeldern, die eben schon länger mit uns sind, aber die sich stark entwickelt haben in den letzten Jahren nochmal, und somit vielleicht einen ganz guten Überblick über das geben, was österreichische Zeitgeschichte heute an den verschiedenen Standorten und Institutionen in Österreich ist und was als Zeitgeschichte betrieben wird. Ja, damit würde ich jetzt nochmal an Markus Gräser übergeben, der vielleicht nochmal so ein paar, wie ich vorhin sagte, schon Pflöcke einrammen kann, was uns angetrieben hat oder was uns wichtig war bei der Zusammenstellung dieses Sammelbandes, auf den wir uns da beziehen. Markus. Ja, ganz vielleicht. Sollten wir zunächst einmal auch für all jene, die jetzt aufmerksam mitgelesen haben, sagen, dass die Veranstaltung natürlich nicht im 20 stattfindet, wie das hier auf dieser Liste steht. Da ist uns, glaube ich, ein etwas älteres Exemplar dazwischen gerutscht. Wir haben das irgendwann auch korrigierter geworden sind. Wir bewegen uns im Jahr 2022 und diese Veranstaltung findet auch statt. Ich glaube, das nur zur Orientierung. Auch so etwas passiert Historikerinnen und Historikern gelegentlich, dass wir bei den Jahreszahlen wieder daneben hauen. Ich bitte um Verständnis. Bevor ich jetzt noch ein paar allgemeine Sätze sage, nicht nur zu unserem Buchprojekt, sondern auch zu den Perspektiven dieser Ringvorlesung, würde ich aber fast, da wir ja momentan, wir sehen ja Sie nicht und wir sehen auch nicht den Chat, ich will Alexander Renner bitten, es wäre jetzt eine Gelegenheit, wenn Fragen inzwischen aufgekommen sind, vielleicht auch inhaltliche Fragen, dann könnte man zunächst einmal noch eine Runde mit Antworten dazwischen schalten. Ja, gute Idee, Alex, haben wir was? Oder? Ist er nicht? Okay, also okay. Das ist jetzt aber ein guter Moment, weil Sie jetzt tatsächlich so inhaltliche Fragen zum Programm haben nochmal. Ja. Aber sonst können Sie die auch später stellen. Tatsächlich peinlich, mir ist das jetzt gar nicht aufgefallen beim Starren auf das Programm, dass wir im falschen Jahr unterwegs sind. Also, die Wochentage und die Monate stimmen in jedem Fall. Ja, genau. Ja, Herr Renner, habe ich Sie richtig verstanden? Es war jetzt momentan nichts. Jetzt ist die Frage, ob Leute jetzt schon nutzen wollen. Wenn nicht, kann ich natürlich auch tatsächlich einfach fortfahren. Fahr mal fort, würde ich sagen. Ja, okay. Also wir haben natürlich auch, wir können ja immer noch, wir sind noch ganz gut in der Zeit, dann zwischendrin auch nochmal eine Pause einlegen, wenn Sie inhaltliche Fragen haben. Ja, was hat uns motiviert? Die Gruppe hat am Anfang schon sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass wir für unser Buch und auch eben in der Einladung an die Kolleginnen und Kollegen, die mitgewirkt haben, dieses Momentum des Umbruchs betont haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich unser Fach in den letzten 10 Jahren und mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren stark verändern wird.
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen und ich will auf einige eingehen, weil die natürlich auch unser Programm strukturiert haben. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Zeitgeschichte ist ja ein Begriff, der in der Geschichtswissenschaft noch gar nicht so lange präsent ist. Wir sprechen im deutschsprachigen Raum von einer etablierten Zeitgeschichtsforschung eigentlich erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ist ein großes Flaggschiff unserer Zunft, eine große bedeutende Zeitschrift entstanden, die Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, die meines Wissens zum ersten Mal diesen Begriff dann auch im Titel einer wissenschaftlichen Zeitschrift erwähnen. Und Zeitgeschichte wurde damals sehr prominent von einem Historiker namens Hans Rothfels definiert als die Geschichte der Mitlebenden. Das heißt, Zeitgeschichte ist die Geschichte, die sich im Erinnerungsraum der lebenden Personen befindet. Zeitgeschichte umfasst also eine Perspektive, die sozusagen noch von Lebenden erfasst werden kann. Das bedeutet natürlich, dass die Zeitgeschichte ein beweglicher Begriff ist, der in den 50er Jahren der Überschrift Zeitgeschichte versammelt hat, hat das getan mit Blick auf die Forschung zur Geschichte seit dem späten 19. Jahrhundert, wobei unter dem Begriff Zeitgeschichte dann natürlich vor allen Dingen die Forschung zur Zwischenkriegszeit und zum Nationalsozialismus im Vordergrund stand. Wenn wir heute sagen würden, Zeitgeschichte ist die Geschichte der Mitlebenden, dann würde das bedeuten, dass der Nationalsozialismus schon längst keine Zeitgeschichte im strengen Sinne mehr ist, sondern eigentlich dann zu einer nicht mehr Zeitgeschichte gehört. Da aber der Nationalsozialismus und damit natürlich auch seine Vorgeschichte eine so nach wie vor große Bedeutung haben, nicht nur für die historische Forschung, sondern klarerweise auch für die Erinnerungskultur, für die politische Bildung, für das Selbstverständnis unserer Republiken in Europa, ist der Begriff Zeitgeschichte heute ein bisschen gelöst von diesem alten Theorem, es sei die Geschichte der Mitlebenden. Und wir gehen heute, und so haben wir das auch in unserem Band definiert, davon aus, dass die Zeitgeschichte eigentlich die Geschichte des 20. und des 21. Jahrhunderts darstellt. Das heißt, wer zur Ersten Republik arbeitet, und es finden sich ja auch dazu Beiträge in diesem Band, der ist in unserem Verständnis immer noch im Feld der Zeitgeschichte. Also, wir haben hier im Grunde natürlich eine erste, über die man immer nachdenken muss, wenn man über Zeitgeschichte arbeitet. Wie positioniere ich eigentlich mein Forschungsinteresse in dieser Welt der Geschichtswissenschaft, wo es diese unterschiedlichen Einteilungen gibt zwischen Zeitgeschichte, neuere Geschichte, Geschichte des 19. Jahrhunderts, langes 19. Jahrhundert? Das ist im Grunde genommen nicht ganz einfach, aber wir gehen davon aus, dass wir im Grunde eine Art ein stabiles Fundament für die Zeitgeschichtsforschung haben, wenn wir die These vertreten, es ist die Geschichte, sagen wir mal, nach 1918. Wobei man, das ist auch eine Definition, die unser Kollege Gerhard Botz vor vielen Jahren vorgetragen hat, man muss hier natürlich unter Zeitgeschichte auch eigentlich immer problemorientiert denken. Das heißt, wenn Sie den Nationalsozialismus erklären wollen, müssen Sie zurückgehen in der Geschichte, denn der fällt nicht vom Himmel, kein historisches Phänomen fällt vom Himmel, sondern die Zeitgeschichte umfasst dann eigentlich auch immer den Zeitraum, der notwendig ist, um ein zeithistorisches Problem ausreichend erklären zu können. Sie sehen also, Zeitgeschichte ist nach wie vor in jedem Falle ein weites Feld und ein weites Terrain. Und der Vorteil, den wir in der Zeitgeschichtsforschung haben, ist wahrscheinlich der, dass auch das öffentliche Interesse an der Geschichte, die wir betreiben, größer ist als das Interesse, das auf weiter zurückliegende Geschichte ausgerichtet ist. Sie werden das vielleicht selber, wenn Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden, mit Ihren Verwandten, mit Ihren Eltern reden
und die ihnen die Frage stellen, wozu ist das denn eigentlich gut, was du da studierst, ja, dann werden sie es wahrscheinlich auch erben, wenn sie zeitgeschichtlich argumentieren und argumentieren, dass ein historisches Wissen über das 20. Jahrhundert elementar wichtig ist, um unsere eigene Gegenwart zu verstehen. Denn das ist letztlich immer das A und O in der Geschichtswissenschaft. Wir sind keine Antiquitätenhändler, sondern wir stellen Orientierungswissen für die Gegenwart bereit. Wir nehmen unsere Forschungsfragen aus einem Interesse der Gegenwart heraus. Auch das werden Sie im Laufe der Vorlesung immer wieder verspüren. Und aus diesem Grunde ist Zeit eine zeitgemäße Geschichte, die den Orientierungsbedürfnissen unserer Gegenwart entsprechen will. Damit gehen im Übrigen auch durchaus Gefahren einher. Zeitgeschichtsforschung ist, ob sie das will oder nicht, immer ein bisschen politiknah. Und sie unterliegt natürlich auch Konjunkturen. Sie unterliegt zum Beispiel einem Interesse an Jubiläen. Sie unterliegt einem Interesse an einer Erinnerungskultur, die gepflegt wird. Insofern muss man in der Zeitgeschichtsforschung reflektieren, und auch darüber wird es in unserer Reihe immer wieder mal Anknüpfungspunkte geben. Man muss immer ein bisschen darüber reflektieren, inwieweit die notwendige Distanziertheit des Historikers, der Historikerin hier noch greift. Und man darf sich im Grunde genommen natürlich auch nicht politisch vereinnahmen lassen. Das ist eine Gefahr, die, sagen wir mal, einem Mittelalterforscher, der sich mit dem 13. Jahrhundert beschäftigt, vielleicht nicht so präsent ist, aber es ist eine Gefahr, mit der wir in der Zeitgeschichtsforschung durchaus immer zu tun haben. Etwas, was zur Thematik Umbruch gehört, die Justierung der Zeitgeschichtsforschung vor dem Hintergrund wechselnder politischer Situationen und eines damit einhergehenden neuen Interesses an bestimmten Fragestellungen. Eine andere wichtige Umbruchssituation ist das, was man mit dem Stichwort Internationalisierung belegt. Zeitgeschichtsforschung ist gerade auch in Österreich immer eine sehr lange, eine stark und fast ausschließlich auf Österreich konzentrierte Forschung gewesen. Und sie hat sehr viel zu tun, vor allen Dingen in den 50er bis 70er Jahren, mit der Herstellung einer eigenen nationalen Identität. Identität für Österreich. Sie wissen, das ist im Laufe des 20. Jahrhunderts für viele Österreicherinnen und Österreicher, vor allen Dingen vor 1938, nicht so einfach gewesen, die Frage nach der österreichischen nationalen Identität zu beantworten. Es gibt und es gab dieses Sentiment, dass man im Grunde eigentlich deutsch sei. Und Sie wissen auch, zu welchen Verwerfungen das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt hat. Nach 1945 beginnt dann allerdings die Herauspräparierung einer österreichischen Nation. Und wir können das sozusagen an Meinungsumfragen verfolgen, wie sich dieser Prozess vollzieht. Heute sagt im Grunde kaum ein Österreicher, kaum ein Österreicher, wenn auf die Frage, was bist du, ich bin eine Deutsche oder eine Deutsche, das ist historisch passé. Und die Zeitgeschichtsforschung hat dazu eigentlich in der Präparierung der österreichischen Geschichte einen wichtigen Vorlauf dargestellt. Aber jetzt könnte man sagen, Ziel erreicht. Heute würde man die These formulieren, dass jemand, der nur etwas von Österreich versteht, eigentlich auch von Österreich nichts versteht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns längst daran gewöhnt haben, Österreich in einem europäischen Rahmen, wenn nicht gar in einem globalen Rahmen verstehen zu wollen. Und das betrifft immer mehrere Dinge. Das geht um die Verflechtung der Nation Österreich in einem europäischen Kontext. Es geht bei der Internationalisierung aber auch um die Verflechtung der Wissenschaft in einem internationalen Rahmen und damit auch um den Transfer von Ideen und Fragestellungen, die nicht genuin aus der österreichischen Geschichte herausgestellt werden können, die aber sehr wohl auf die österreichische Geschichte angewandt werden können. Und Internationalisierung ist auch etwas, was im Leben eine große Rolle spielt, denn während
frühere Generationen von Historikerinnen und Historikern ihre Laufbahn ausschließlich in einem Land absolviert haben, ist es heute ganz elementar, dass man internationale Erfahrungen ersammelt, wenn man in der Wissenschaft arbeiten und bleiben will. Es hat ja auch eine, es bedeutet ja auch immer einen lebenspraktischen Gewinn. Aber es ist natürlich auch gerade für dieses Momentum der, man könnte sagen, inneren Internationalisierung elementar wichtig, dass man mit Forschungskonzepten und Methoden in anderen Ländern konfrontiert ist und sie daraufhin befragen kann, ob das nicht auch für die eigene Zeitgeschichtsforschung von Bedeutung sein wird. Auch Sie als Studierende haben heute viel mehr Möglichkeiten, als das früher der Fall ist, bereits während Ihres Studiums internationale Erfahrungen zu sammeln. Und das wird, überlegen Sie einmal, wenn Sie das schon gemacht haben, natürlich auch für Ihre Perspektive auf die Geschichte des eigenen Landes eine Rolle spielen. Und es wird an der Stelle dann auch wichtig werden für die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeiten konzipieren. Internationalisierung ist also ein wichtiges Stichwort in dieser Umbruchssituation. Aber wir haben natürlich auch einen Umbruch, was die Themen betrifft. Es gibt längst eine breite Abkehr von einem ausschließlich politikwissenschaftlichen Verständnis der Geschichte. Und es gibt eine große Offenheit für Themen, die wir vor 10 oder 15 Jahren im Grunde, wenn wir so eine Veranstaltung gemacht hätten, möglicherweise noch gar nicht auf dem Radarschirm gefunden hätten. Ja. Viele der Themen von Queer History bis zu Visual History sind Themen, die in den letzten Jahren neu bearbeitet worden sind. Und meistens werden sie dann aufgegriffen von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Fach, die damit natürlich auch ein Thema haben wollen, beschreiben wollen, mit dem sie selbst dann Weg gehen können. Ja, man könnte noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten hier nennen, aber ich will an der Stelle erst einmal innehalten und ja, Herrn Renner fragen, vielleicht gibt es an der Stelle noch ein paar Mitteilungen oder Fragen im Chat oder Beiträge. Sie können auch schon anfangen, mit uns zu beschimpfen oder uns zu kritisieren. Das halten wir alles aus. Es gibt ja momentan noch keine Fragen zum Inhalt. Es gab noch ein paar Fragen zur Prüfungsmodalität, aber die hat dankenswerterweise Eva Pfanzelter gleich im Chat beantwortet. Okay. Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang versucht, einige Dinge zusammenzufassen. Dirk, willst du noch ein paar aus deiner Perspektive etwas sagen? Ja, also wir könnten ja noch ein bisschen mal so versuchen, diese österreichische Zeitgeschichte so zu kartografieren. Du hast das so in Ansätzen gemacht, ne? Also vor allem auch im Hinblick tatsächlich auch auf gewissermaßen die deutsche Entstehung der Zeitgeschichte Anfang der 50er Jahre mit Hans Rothfels, oder das ist der legendäre Bezugspunkt bei der Gründung der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, weil Rothfels dort den eröffnenden Aufsatz schreibt mit dem programmatischen Titel auch Zeitgeschichte als Aufgabe. Und das ist nicht, dass es Zeitgeschichte vorher gar nicht gegeben hätte, oder? Und auch der Begriff vorher schon im Schwange ist. Man denke an Justus Hasshagen im Ersten Weltkrieg 1915, der so ein kleines Büchlein mit dem Titel Zeitgeschichte veröffentlicht hat und das gewissermaßen auch als ein Teil der Kriegsanstrengung im Ersten Weltkrieg einfordert. Dann die ganzen Debatten über die Kriegsschuldfrage nach dem Ersten Weltkrieg, die so in Richtung Zeitgeschichtsforschung letztlich gehen, wo auch Rothfels eigentlich herauskommt. Aber als eine kritische Wissenschaft, wie wir das heute verstehen, etabliert es sich tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich nach den Ereignissen, vor allem auch nach dem Dritten Reich, das, was da ein ganz wichtiger Bezugsmodus, das sind ja auch, wie du gesagt hast, die zentralen Themen der frühen deutschen Zeitgeschichte, Weimar und Weimars Untergang und das Dritte Reich, und Rothfels ist eben der, die Zeitgeschichte als Epoche der Mitlebenden bezeichnet, aber gleichzeitig auch einen fixen Ansatzpunkt, der mit dem Jahr 1917 als ein Moment, wo eine globale Konstellation
oder Revolution in Russland, Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg entsteht, die er natürlich auch im Zweiten, also nach dem Zweiten Weltkrieg gespiegelt findet mit diesen zwei Protagonisten, USA und UdSSR, wiederfindet und so die deutsche Zeitgeschichte zuschneidet. Gewissermaßen, oder wenn Sie so auch als Studierende jetzt Einführungstexte zur Hand nehmen, dann werden Sie sehen, dass viele deutsche Kolleginnen und Kollegen von unserer Definition, auch die wir zugrunde gelegt haben, abweichen und den Beginn der Zeitgeschichte häufig tatsächlich schon mit nach 1945 ansetzen. Also das gibt viele deutsche Zeitgeschichte-Einführungen, in denen die NS-Zeit gar nicht mehr vorkommt, sondern nur noch die Erinnerung an die NS-Zeit und die Aufarbeitung der NS-Zeit, aber die NS-Zeit selbst oder auch Weimar gar nicht mehr präsent ist. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Unterschied ein bisschen zur österreichischen Situation, wo, glaube ich, die meisten sich darüber leichter verständigen können, dass Zeitgeschichte so etwas ist wie eine Geschichte des 20. Jahrhunderts bis 21., also nach 1918. Der Kollege Radkolb hat ja sogar das schon mal weiter nach hinten geöffnet, oder, und argumentiert, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die im späten 19. Jahrhundert beginnt, vielleicht 1848 auch mit Demokratisierungsbewegungen etc. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, in Österreich verfolgen wir tatsächlich eher so diese nach 1918 Strategie im Wesentlichen, und das unterscheidet sich ein bisschen von den Zugängen auch an deutsche Zeitgeschichte-Instituten, wie es sich in den letzten Jahren heraus etabliert hat. Wenn Sie sich anschauen, was in Österreich tatsächlich dann früh auf dem Buchmarkt auch passiert, oder ein ganz frühes Buch 1962 von Hans-Leo Mikulecki, der am Staatsarchiv gearbeitet hat, österreichische Zeitgeschichte, und auch er damals schon beschreibt österreichische Zeitgeschichte vom Ende der Monarchie bis zur Gegenwart, also setzt auch 1918, 19 an und geht bis in seine damalige Gegenwart hinein. Ganz wichtiger Bezugspunkt für das Fach in Österreich, oder, in Deutschland haben Sie die Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, in Österreich haben Sie die Zeitgeschichte, kurz und knapp, wie unser Journal hier heißt, 1973 erst gegründet, da sind Sie auch so eine Zeitverzögerung, oder 20 Jahre nach der Etablierung der deutschen Zeitschrift. Erika Weinzierl, erst in Salzburg, dann in Wien, Professorin am Institut für Zeitgeschichte, gewissermaßen die Grande Dame der österreichischen Zeitgeschichte, schlägt dort eine ganz andere Definition vor, eher an französische Vorbilder angelehnt, an die französische Histoire contemporaine, anschließend an die französische Revolution, alles als Zeitgeschichte zu verstehen und mit einzubeziehen. Nicht, dass es sich in unserem Fach in Österreich durchgesetzt hätte, kann man, glaube ich, auch nicht sagen, aber das ist interessanterweise Weinzierls Vorschlag oder Definition in dieser ersten Nummer der Zeitschrift Zeitgeschichte 1973. Also da sehen Sie auch, wie diese Dinge im Fluss sind, wie unterschiedliche Bezüge im Raum stehen, und man kann das dann immer abgleichen damit mit dem, was im Fach tatsächlich getan wird. Also diese Institutionalisierung der Zeitgeschichte in Österreich ist sicherlich etwas zeitverzögert auch zur deutschen, aber wie die deutsche auch, findet sie zunächst außeruniversitär statt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, oder auch die ersten, also die Zeitgeschichte auch in Deutschland wird institutionalisiert zunächst außerhalb der Universitäten, weil es eben ein neues, noch unvertrautes Teilfach ist der Geschichte, und das passiert ja oft dann so, dass es erst über Umwege an die Universitäten kommt, und in Deutschland wäre das eben das, was dann bestehen bleibt bis heute als Münchner Institut für Zeitgeschichte, was unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch von der amerikanischen Besatzungsmacht eigentlich initiiert wird, als ein Institut zur Erforschung der Geschichte des Dritten Reiches.
und das bis heute eben als eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung in München besteht, wo auch eben diese Zeitschrift für die Jahreshefte herausgegeben wird. Etc. Und so langsam erst über die Jahrzehnte wandert das Fach dann an die Universitäten, bis es dann auch eigene Lehrstühle bekommt, die eben mit Zeitgeschichte denominiert sind. In Österreich sehen Sie das eben ab den 60ern ungefähr abgebildet dann, und Sie sehen das eben auch, dass das Gründungen sind, die von außerhalb kommen, das sehen Sie teilweise abgebildet daran, dass es separate Zeitgeschichte-Institute gibt, neben den Geschichte-Instituten an manchen Universitäten, wie zum Beispiel in Wien war das im Vorfeld gewissermaßen andere Konstruktionen waren, Vereinskonstruktionen, die an der Uni angesiedelt worden sind und dann gewissermaßen vollständig in die Uni reingezogen sind. So haben sie eben heute ein separates Institut für Zeitgeschichte in Wien neben einem Institut für Geschichte. Das erklärt sich nicht ohne weiteres für jeden, aber das hat was mit dieser Entstehungsgeschichte und verspäteten Entstehung der Zeitgeschichte zu tun. Das wird 1966 dann zu einem Uni-Institut, 1967 Zeitgeschichte in Salzburg, kirchliche Zeitgeschichte eigentlich damals mit Erika Weinzierl, die dann eben später nach Wien wechselt in Linz, dazu könntest du mehr sagen, ganz wichtiger Standort dann auch unter sehr spezifischen Bedingungen, aber weil Linz in dem Sinne ja keine Volluni ist, wo das gesamte Spektrum der Geschichte auch angeboten wird, wo es aber 1968 dann etabliert wird. Sie haben dann Klagenfurt 1974, kein separates Institut, aber eine Professur. Und dann 1983 in Innsbruck, separates Institut. Auch in Innsbruck haben wir ein separates Institut für Zeitgeschichte neben einem Institut für Geschichtswissenschaften. Und schließlich Graz, dort kein separates Institut, sondern eine Professur, die eben bis vor kurzem noch Helmut Konrad innehatte, der auch diese Reihe lange herausgegeben hat und begründet hat, die Markus Grisser und ich von ihm geerbt haben. Dort wird die Zeitgeschichte 84 kurz nach Innsbruck eingerichtet. Also da sehen Sie so, das ist so die Formative Years gewissermaßen der Zeitgeschichte in Österreich, so zwischen Mitte der 60er bis Mitte der 80er. Und Sie wissen natürlich dann, was Mitte der 80er passiert, 86, dann haben Sie schon eine der großen zeitgeschichtlichen Debatten in Österreich mit der Waldheim-Debatte, die natürlich sehr einschneidend gewesen ist und auch dem Fach einen großen Push verliehen hat, also wo viele dieser Kollegen, Kolleginnen der ersten Generation der österreichischen Zeitgeschichte in den öffentlichen Diskussionen, wie Gerhard Botz etwa, ganz wichtig und zentral gewesen sind. Zeitgeschichte findet aber weiterhin nicht nur an den Unis statt. Ich glaube auch, das ist einfach wichtig im Blick zu behalten. Etwa 1963 wird das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gegründet, das sogenannte DÖF, wie es immer kurz heißt. In Wien, bis heute eine auch spezifische Vereinskonstruktion, in der Bund und Stadt Wien drin hängen, von eigentlich Widerstandskämpfern gegründet, also auch nicht aus einer rein wissenschaftlichen Ecke kommend, aber natürlich auch wichtig für dieses Selbstbild Österreichs als erstes Opfer Hitlers etc. Und gleichzeitig aber seit den 60ern ein zentraler Ort in Österreich für Forschung zu dem, was wir Zeitgeschichte nennen würden. Vor allem eben die zwei Diktaturen in Österreich. Das DÖF hat sich nicht nur mit der NS-Zeit immer beschäftigt, sondern auch mit dem Austrofaschismus und Widerstand gegen Austrofaschismus, Verfolgung während des Austrofaschismus. Aber weiterhin bis heute eine ganz wichtige Einrichtung, die auch ein eigenes Archiv betreibt, eigene Bibliothek betreibt, etc. Außeruniversitär. Andere wichtige außeruniversitäre Bezugspunkte sind zum Beispiel Gedenkstätten oder in Österreich natürlich ganz prominent die KZ-Gedenkstätte Mauthausen,
wie Sie vielleicht wissen, lange institutionell angegliedert gewesen. Irritierenderweise könnte man auch sagen, an das Innenministerium, bis es dann vor kurzem in eine öffentliche Stiftung überführt wurde. Aber auch das ein natürlich wichtiger Ort, nicht nur der Erinnerungskultur, auch ein Ort der Forschung in den letzten Jahren zunehmend auch geworden oder ein Ort, der ein eigenes Archiv betreibt, Bibliothek und ein ganz wichtiger Ort auch eben für Forschungen damit zur Geschichte der NS-Zeit und Verfolgungspolitik in Österreich. Sie finden daneben dann noch weitere Institutionen, die relevant für das Feld sind und die auch gespiegelt werden in unserem Sammelband, etwa das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz, das von Barbara Stelzel-Marx jetzt geleitet wird, von Stefan Karner, gegründet 1993, auch eine erst außeruniversitäre Einrichtung, aber an die Uni eng angehängt und mit ihr verschränkt, personell. Und es gab mehrere solche Boltzmann-Institute gerade, die auch für die frühe Zeitgeschichtsforschung wichtig und entscheidend gewesen sind, etwa das Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaft, das von 82 bis 2017 bestand, am Ende von Gerhard Bolz geleitet. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung für die frühe Zeitgeschichtsforschung, denke ich. Kann man sagen, von 2005 bis 2013 bestand ein Boltzmann-Institut für europäische Geschichte und Öffentlichkeit, das Oliver Rathkolb in Wien geleitet hat, außerhalb der Universität, das aber jetzt eben nicht mehr da aktiv ist, sondern geschlossen wurde. Es gibt andere Institutionen, etwa das 2009 gegründete Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien. Da sind sie dann auch dann so Spezialisierungen, die sich institutionell abbilden. Oder man wollte die Beschäftigung mit dem Holocaust eben vor allem nochmal stärker institutionell verankern, unter Bezugnahme auf Wiesenthal und seinen Nachlass und sein Archiv in Wien. Daraufhin wurde in 2009 dieses Institut, kurz VWI, gegründet, das Sie jetzt im ersten Bezirk in Wien finden, das auch unabhängig von der Universität ist und eine spezifische Vereinskonstruktion funktioniert. Sie haben aber beispielsweise auch das finden Sie abgebildet in unserem Programm, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die eigentlich sehr große Arbeitsbereiche in der Habsburg-Forschung etc. hat, aber auch in den letzten Jahren ein Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung hatte, das auch wieder einen anderen Namen trägt und weniger zeitgeschichtliche Forschung macht. Dafür gibt es dort andere Kolleginnen, wie etwa Lili Radonitsch und Heidemarie Uhl, die wir auch im Programm haben, die sehr stark zeitgeschichtlich arbeiten. Es gibt Institute wie das Institut für die Wissenschaft von Menschen, IWM, und Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften, IFK, in Wien, auch außerwissenschaftliche Advanced Studies Institute, die vor allem Gäste auch aus dem Ausland beherbergen, Nachwuchs beherbergen in bestimmten Phasen, kurz vor dem Abschluss der Dissertation beispielsweise oder danach, und die auch so ganz wichtige Institutionen geworden sind, um bestimmte zeitgeschichtliche Themen voranzubringen, zu beforschen und auch in die Öffentlichkeit zu spielen. Also das vielleicht so als eine kleine Kartografie der österreichischen Zeitgeschichte. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich im Hinterkopf zu haben. Oder es ist eine Disziplin, die eben sich so ab den 60ern etabliert. Die 80er sind sicherlich entscheidend mit so großen geschichtspolitischen Debatten wie etwa Waldheim, was natürlich eine große Zäsur gewesen ist, auch für das österreichische Selbstverständnis und damit auch nochmal die Zeitgeschichte anders in Wert gesetzt hat, dann öffentlich und gleichzeitig eben eine
eine Disziplin, die nicht nur an den Unis betrieben wird, sondern an vielen anderen Institutionen. Wir haben jetzt nicht geredet noch über die Archive, obwohl wir eben den Stefan Emminger am Schluss da haben. Auch die Archive sind natürlich ganz entscheidende Orte der Zeitgeschichte. Am Anfang gibt es übrigens Orte, Stefan Emminger wird das am Ende sicher erzählen, es ist auch in seinem Beitrag drin, am Anfang Orte der Verhinderung der Zeitgeschichtsforschung, weil die österreichischen Archive, die Landesarchive, Staatsarchive am Anfang auch verhindert haben, dass Akten aus der jüngeren Geschichte zugänglich werden, vor allem zur NS-Zeit. Das ist ein sehr komplizierter Prozess gewesen, ist je nach Bundesland auch unterschiedlich, bis hin zur Historikerkommission 1999-2000 dann, die dann eingesetzt war vom Parlament, das Akt im großen Maße tatsächlich dann für die Forschung zugänglich wurden. Das sah am Anfang in den 60er in den Landesarchiven noch anders aus. Da mussten sie dann immer hören, dazu haben wir gar nichts. Dazu gibt es keine Überlieferung, was sich dann Jahrzehnte später immer als falsch herausgestellt hat. Ja, also so viel vielleicht als nochmal so ein kleiner anderer Blick auf dieses Forschungsfeld, wo es auch stattfindet. Und Markus, was denkst du? Damit haben wir, glaube ich, für die erste Sitzung. Ja, wir wollen ja unsere Teilnehmerinnen auch in der ersten Sitzung nicht komplett genau. Aber lieber Dirk, du hast eine Frage im Chat. Ich habe sie mir gerade eingeschaltet. Ich stelle sie dir. Es fragt, also die Frage ist, hat das DÖF in seiner Gründungsphase zum Opfermythos beigetragen oder dass dieser als solcher erkannt wird? Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Da könntest du noch mal ein paar Worte dazu sagen. Naja, das ist eine komplexe Geschichte, aber das Ding heißt nun mal Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und insgesamt, wie soll ich sagen, ist es natürlich damit ein Beleg für diese These von Opfer und gleichzeitig österreichischem Widerstand und hat das auch immer schon relativ stark in den Vordergrund gespielt. Gleichzeitig ist es aber auch dann später ein früher Ort der österreichischen Täterforschung geworden, also dass eben auch österreichische Täter in den Blick genommen worden sind. Das findet auch sehr früh am DÖF statt. Also ich glaube, man kann da so ein etwas ambivalentes Bild haben. Ich weiß nicht, wenn Sie präsent haben, die Diskussionen um die österreichische Nationalausstellung in Auschwitz, die jetzt gerade vor kurzem ja also überarbeitet oder also in einer neuen Version eröffnet wurde, nach jahrelanger Verzögerung. Die erste Version dieser Ausstellung, weiß jetzt nicht genau, wann sie eröffnet wurde, ging ja aus dem DÖF letztlich hervor und hatte eben diese Eröffnungstafel, auf der groß stand Österreich, erstes Opfer Hitlers oder Hitlerdeutschlands. Also da sehen Sie schon eben diesem Bild vom österreichischen Widerstand, das ist ein bisschen eine ambivalente Geschichte, also Ihre Frage ist insofern gar nicht so leicht zu beantworten, aber es ist gleichzeitig auch bei den Institutionen natürlich, die auch von Widerstandskämpfern, ehemalige Spanienkämpfer etc., die eine ganz starke Fraktion am Anfang gegründet wird. Ja, also das sind auch die Leute, die sich dort zusammenfinden, auch über politische Gräben hinweg von verschiedenen Seiten. Aber es bedient damit auch eine bestimmte Art und Weise natürlich schon diesen Opfermythos, obwohl es dann auch ein relativ bald zu einem Ort der Dekonstruktion dieses Opfermythos wird. Vielleicht kann man es so beantworten. Ja, wenn ich an der Stelle übernehme, möchte ich eigentlich nur die Chance nutzen, Sie alle einzuladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, auch wenn Sie die Möglichkeit haben, das im Ganzen nachzuhören, empfiehlt es sich vielleicht doch, an jeder Veranstaltung teilzunehmen, denn hier haben Sie dann die Möglichkeit, auch über den Chat Fragen zu stellen und in eine Diskussion einzutreten. Also es hat
einen gewissen Formaßen live dabei ist. Ich kann nur sagen, Dirk Kuckner und Oliver Rathkolb und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Chancen nutzen. Agieren Sie, es ist sicherlich für uns alle ein bisschen ungewohnt. Wir sehen Sie ja nicht in diesem Format. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Sie sich per Zoom melden. Und wir haben in unserem Band im Grunde natürlich auch ein bisschen darüber geklagt, in Anführungszeichen, dass die österreichische Zeitgeschichtsforschung in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr durch große Kontroversen oder Streitereien geprägt ist. Also wir haben so eine gewisse Mainstreamigkeit der Arbeit in den Themen. Und wir haben die Hoffnung, dass Sie in dieser Vorlesung uns Stoff bieten für einen qualitätvollen Streit, für eine qualitätvolle Auseinandersetzung, für eine scharfe Kritik auch an dem, was Sie hören, was Sie zu hören bekommen. Denn alles, was uns interessiert, ist eine lebendige Diskussion über den Stand der Forschung und Geschichte. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, ich spreche dann an der Stelle im Namen auch meiner Innsbrucker Kollegin und meines Innsbrucker Kollegen, wenn ich an der Stelle diese Veranstaltung für heute beende. Dies aber kann ich tun, weil der Innsbrucker Kanal muss dann abgeschaltet werden. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende. Bleiben Sie gesund und kommen Sie in der nächsten Woche zur nächsten Veranstaltung. Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben.